So langsam kehrt wieder Normalität in unser Leben ein und deswegen wird es auf diesem Kanal Zeit für ein weiteres Spiel von Black Death, dem Entwickler von The Legend of Scheißmontos. Euer Let's Play Retro und euer DSD Steve spielen Castle of Spirits, ein Spiel, das uralt ist und eigentlich auch mal so zwischendurch als verschollen galt. Ich persönlich habe es auf einem uralten USB-Stick gefunden. Wir hatten eigentlich vor, dieses Projekt schon viel, viel früher in der Vergangenheit aufzunehmen und ich wollte euch alle überraschen mit dem Spiel, auf das keiner mehr Zugriff hat, und dann mussten wir rausfinden, dass es vor 2 Monaten im Archiv hochgeladen wurde. Also Leute, ich muss euch das Spiel gar nicht mehr hochladen, es ist bereits der Öffentlichkeit verfügbar. Vielleicht habt ihr es sogar schon gespielt, ich bezweifle es allerdings, weil das kriegt da normalerweise keiner mit, wenn so ein Spiel hochgeladen wird, ne? Richtig, genau. Ja, sehr altes Spiel, Black Death. Vielleicht ein paar Sachen zum Entwickler. War Admin von rpg2k.de, eine Website, die doch in sehr, sehr vielen Makerspielen in den Credits genannt wird. Eine Seite, die dafür bekannt war, dass man da Ressourcen runterladen konnte. Und selbst im Jahr 2008 war noch der Maker da zum Download angeboten, wo es kein anderer mehr hatte. Ja klar, aber scheinbar hat es auch niemanden interessiert, ne? Ja, ne? Der Admin war dafür bekannt gewesen, sich auch mit anderen Leuten zu verstreiten, schon in der Vergangenheit. Nun ist die Seite dann irgendwann zerbrochen und hat sich aufgeteilt in andere Seiten. Die Leute keinen Bock mehr auf ihn hatten. Er hat sich früher ja Seraphim Productions genannt, noch zu Scheißmontos-Zeiten. Ja, aber scheinbar nur zu dem einen Spiel, ne? Genau, nur zu dem einen Spiel. Und wir dachten ja damals, er war 15 oder so, weil er ja am Anfang im Intro sagt, dass er gerne 15- bis 20-jährige Mädels kennenlernen möchte, das ihm seine Telefonnummer angegeben hat. Aber er war da schon 20. Ich kann ja einfach mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich hier im Hintergrund noch die Multimedia-Access-Seite offen. Auch ganz witzig, weil ich habe ja am 23.12.2003 um 5.30 Uhr in dem Thread zu Castle of Spirits gepostet. Ja. Das ist jetzt eine Zeitreise, Leute. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Zeitreise. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie diesen Forenbeitrag mal irgendwie noch als Screenshot irgendwie beifügen kann, weil das ist wirklich richtiges Gold. Ich meine, wenn ich irgendwie überlege, zu dem Zeitpunkt, da war ich schon 15 Jahre alt und meine Rechtschreibung in diesem Post ist wirklich so richtig RPG-Maker-like, ja. Ja, man ist irgendwie erst mit 17, 18, aber so um Abi-Zeit, wo es relevant wurde, irgendwie besser geworden. Also die Highlights des Posts sind auf jeden Fall mysteriös mit einem I, ziemlich mistig, das mysteriös, ne? Atmosphäre mit TH und natürlich noch Wahl, ein wahres Wahl, das nun ja mit AH geschrieben wird. Also ich zumindest schreibe es mit AH, aber das sollte auf jeden Fall ohne sein. Also wie gesagt, ich muss mal gucken, dass ich euch das hier irgendwie als Screenshot noch beifügen kann, weil das ist sehr, sehr witzig. Ich habe es auf jeden Fall damals geschafft, die Demo in knapp 45 Minuten durchzuspielen. Wir müssen mal gucken, wie lang das jetzt natürlich wird, wenn wir das Ganze jetzt hier als Let's Play machen. Ich meine, wir reden jetzt schon wieder 3 Minuten und wir haben noch nicht mal Start gedrückt. Also, das ist wieder so ein typisches 70-Maps-Projekt ungefähr. Es ist nicht genau durchgezählt, aber es sind über 50, aber ja, weniger als 100. Ja, also wie gesagt, ich habe es damals mit 15 Jahren blind in einer Dreiviertelstunde durchgespielt. Also deswegen, ich gehe jetzt mal davon aus, vielleicht 4, 5 Videos, weil wie gesagt, wir kommentieren das ganze Jahr. Genau. Und deswegen würde ich vorschlagen, wie gesagt, die 3-Minuten-Marke ist erreicht. Wir starten direkt ins Abenteuer. Hier, ihr seht es ja, das rpg2k.de, das von Steve eben angesprochene Forum. Ein Spiel von Black Death. Mit Ressourcen aus Secret of Mana, dank an Stern, Grendi und Biohazard. Da haben wir wieder den Herrn Biohazard. Und wieder mal den Herrn Grendi. Also Grendi und Malix, wie gesagt, die beiden am meisten referenzierten RPG-Maker-Entwickler. Nur so nebenbei, grafisch finde ich das gerade ziemlich cool, auch mit diesen verschiedenen Ebenen, gerade mit dieser Biene da vorne, war eigentlich schon ganz cool. Ja, sieht auf jeden Fall, also wie gesagt, technisch kann der Entwickler auf jeden Fall ein bisschen was und das werden wir in dem Spiel nämlich auch sehen. Unser Protagonist heißt Pain, wie es sich für einen jugendlichen Edgelord-Protagonisten gehört. Ja, also wie gesagt, an dieser Stelle würde man nicht denken, ich meine, guck mal, das Spiel ist ja nach Scheißmontos, glaube ich, rausgekommen, ne? Ja, also, danach so. Warte mal. Genau, warte mal, wir können ja mal ganz kurz gucken. Wie gesagt, ich hab den Thread hier noch offen. Ich glaube, 12.2003 müsste es erschienen sein. Warte mal, ich guck mal kurz nach. Genau, der Entwickler wurde am 5. Mai 1981 geboren. Mhm. So, und das Spiel hier ist von 2003, ne? Ja. Also er hat sich auf jeden Fall das von Ihnen schon jetzt schon gestehen, ja. Ich finde es doch immer noch schade, dass wir keine scheiß Montos-Saga bekommen haben, ja, aus vielen Teilen. Aber wie es aussieht, hat der Entwickler sich scheinbar weiterentwickelt. Zumindest ist der erste Eindruck. Genau, wir werden das auf jeden Fall sehen. Wir werden alle 3 Spiele, die der Entwickler, also Spiele kann man das jetzt nicht nennen. Ich glaube, scheiß Montos war eine Vollversion, aber der Rest sind nur Demos, ne?
Genau. Also Castle of Spirits ist definitiv nur eine Demo, hat es niemals über diesen Status hier hinaus geschafft. Und das letzte ist Mysterium of Ayur. Genau. Und, was scheinbar was mit StarCraft zu tun hat. Was scheinbar irgendwas mit StarCraft zu tun hat. Ein Spiel auf einem fremden Planeten und der Protagonist Payne taucht auch in diesem Spiel auf. Also es wird auf jeden Fall Verbindungen irgendwie zwischen den Spielen geben. Ob die jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt sind, das werden wir herausfinden. Also ihr seht schon, dieses Jahr sind einige neue Entwickler am Start, die wir jetzt abchecken, ne? Genau. Ja, Payne, Protagonist, deswegen gehört er einfach mal mir, ne? Genau. Ziemlich düstere Gegend hier. Hätte mit etwas anderem gerechnet. Burg Falkenstein. Ach ja, vielen lieben Dank an Grandi für diesen Namen. Naja, passt zum Geschmack meines Bruders. Er war ja schon immer ein großer unterwegs im Düsterburg-Fan. Was mein Bruder wohl von mir möchte? Ich habe ihn jahrelang nicht gesehen. Ach, der Beginn des Spiels. Ich muss erstmal in einen Expositionsmonolog verfallen. Er hasste mich und nach so vielen Jahren schickt er mir eine Einladung. Dabei war alles ein Missverständnis damals. Und das weiß er. Aber wir als Spieler wissen es nicht. Mysteriös. Hätte nie gedacht, dass er mal eine eigene Burg haben würde. Und nun lädt er die gesamte Familie auf sein Schloss ein. Ja, denn sein Bruder hat noch nicht einmal das Abitur geschafft. Er dachte eigentlich, sein Bruder würde irgendwann mal eher unter einer eigenen Brücke hausen. Aber nun scheint ihm ein eigenes Schloss zu gehören. Ein eigenes Schloss mit sehr, sehr seltsamen Lichteffekten. Was ich auch seltsam finde, ist, als wir gerade draußen waren, hatten wir so eine Art MP-Anzeige. Wir hatten so ein User-Interface sozusagen, ne? Und jetzt haben wir das gerade nicht. Dabei haben wir das ja draußen gar nicht gebraucht. Ja, also haben die, genau, also ich meine, also ist schon mal auf Map 2 nicht einheitlich. Genau. Ich muss aber auch sagen, also die Grafiken des Spiels, ich weiß nicht, woher die geklaut sind. Ich sage jetzt einfach mal geklaut. Wenn irgendwas selbst erstellt oder editiert wurde, Leute, dann seht mir das bitte nach. Ich habe da jetzt ganz ehrlich keine Ahnung so ungefähr. Aber bei den meisten RPG-Maker-Spielen muss man einfach davon ausgehen, dass die Ressourcen geklaut sind. Richtig. Ja. Und das ist per se auch, muss ich nebenbei wieder sagen, gar nicht wirklich negativ gemeint. Das ist einfach in der Szene so, hey, in den ganzen Modding-Szenen wurde viel geklaut. Kaum jemand hat selbst gepixelt. Ja, ja, genau. Von daher nimmt nicht immer, also gerade wenn Entwickler, muss ich nicht immer auf den Schlips getreten fühlen oder so. Genau, und damit das Ganze noch langatmiger wird, möchte ich einfach mal positiv noch hervorheben, obwohl der Protagonist durch die Textbox verdeckt wird, es ist zumindest eine durchsichtige Textbox. Das heißt, wir können zumindest erahnen, wo der Protagonist steht, ne? Ja. Er ist natürlich durch diesen Holzton ein bisschen schwierig, da durchzugucken am Ende, ne? Ja, ja. Guten Tag. So, kleines Mädchen, kleine Mädchen gehören immer dir. Ich muss trotzdem eine Kleinigkeit anmerken. Und es ist vielleicht schon eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit, wirklich nur eine Kleinigkeit. Aber sie triggert mich ein bisschen. Der Kronleuchter sieht zwar schön aus. Aber der passt nicht rein, ne? Der passt nicht, er ist viel zu groß. Der ist der Fokus des Raums. Ja, der Kronleuchter sticht extrem hervor, genau. Der fällt einem extrem ins Auge, das stimmt. Ja, also irgendwie, als wäre das was, ein mysteriöses Portal, das da geht, wo wir hin müssen, nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob der Fokus da wirklich drauf liegen soll. Möchte noch einmal ganz kurz anmerken, ich habe diese Demo damals in 45 Minuten durchgespielt, aber ich gehe davon aus, als ich das Spiel damals durchgespielt habe, war ich bereits nach 30 Sekunden mit diesem Text hier durch. Ja. Hui. Ah, hallo, Payne. Okay, sie scheint uns zu kennen. Wer ist sie? Bist du Liz? Ja. Jetzt müssen wir nur noch klären, wer Liz ist, in Form von mehr Exposition. Laschu, du hast dich jahrelang nicht mehr blicken lassen. Als ich dich das letzte Mal sah, warst du 6 oder 7 Jahre alt. Ja, und jetzt bin ich ein Teenager und find ich heiß. Mittlerweile bin ich 13. Nur weil du mein und Vater Streit hatten, hast du dich nicht einmal mehr bei mir gemeldet. Ja, weil Payne andere Interessen hat, als sich bei seiner 10, 11, 12-jährigen, mittlerweile 13-jährigen Cousine zu melden? Oder in welchem Verwandtschaftsverhältnis steht sie jetzt? Nee, das ist keine Cousine. Das ist seine Schwester? Bruder. Also nein. Sein Bruder, das ist erst der Onkel. Denn, das ist, wie es aussieht, die Tochter vom Bruder. Denn... seine Cousine, ich meine seine Nichte. Sorry, seine Nichte meine ich. Sorry, ich habe jetzt einfach das falsche Wort verwendet. Es tut mir leid. Okay. Wir haben jetzt keine Zeit zu reden.
Die ganze Familie wartet bereits bis der letzte Oblerschub. Also wenn die ganze Familie bereits wartet, warum streuen sie dann hier draußen rum? Wurde sie jetzt extra dazu abgerichtet, Payne in Empfang zu nehmen? Ich meine, wenn Payne sich mit seinem Bruder verstritten hat, dann ist doch die Chance gegeben, dass der vielleicht gar nicht hier auftaucht. Also warten sie alle auf ein Phantom, das eventuell kommen könnte? Wir werden sehen. Alle sitzen bereits im Speisesaal. Lass uns dorthin. Ich habe alle hier empfangen und in... Was? Hab alle hier empfangen und in den Speisesaal begleitet. Ach so, das scheint ihre Aufgabe hier meine, zu sein. Das ist meine Quest. Dafür bekomme ich später noch 5 Mark und dann kann ich mir ein neues Gebrauchsspiel kaufen. Eigentlich müsste Kinderarbeit ja verboten sein, aber nun ja, der Bruder von uns lebt vielleicht in einem Land, in dem noch mittelalterliche Zustände herrschen. Okay, ich habe alle viele Jahre nicht mehr gesehen. Es tut mir leid, Liz. Ich wollte nicht, dass das alles so endet. Ich weiß, Vater wollte nicht mehr, dass ich dich noch einmal sehe. Vielleicht könnt ihr euch heute Abend endlich wieder vertragen. Also wenn ihr Vater nicht wollte, dass die beiden sich sehen, warum ist sie dann so überrascht, dass er sich nicht bei ihr gemeldet hat? Naja, sie ist eine 13-Jährige, die labern tatsächlich gerne mal wie Müll und widersprüchliche Sachen. Okay, gut. Ich habe dich vermisst, Onkel Payne. Die ganze Familie ist da, wie du siehst, und sehr viele Leute. Lizard, unser Eidechsenfreund hier. Ich hoffe, dass mein Bruder sich bald hier blicken lässt. Doch würde ich mich stark in ihm irren, wenn er heute nicht ebenfalls hier erscheinen würde. Er wird sicher genauso gerne wie ich über alte Missverständnisse reden wollen. Ja, er wird kommen. Ich würde Ihren Bruder auch gerne kennenlernen, Mr. Barthyard. Barthyard. Warum hat er jetzt so einen komischen Namen? Also erstmal, warum ist der Name jetzt gerade hervorgehoben, wenn doch gerade noch sein Name Lizard, was auch immer war? Also ich meine, okay, gut, logischerweise ist das ein Vorname, aber warum ist dieser Nachname jetzt gerade so extrem relevant? Ihren Beschreibungen nach muss er ja außerordentlich clever sein. Sie halten sich an unsere Abmachung. Mr. Barthyard, Sie haben mein Wort und ich halte immer meine Geschäftsversprechen. Scheinbar ist Mr. Fragezeichen hier ein professioneller Auftragsmörder, der unseren Bruder umbringen soll, aus noch nicht genau bekannten Gründen. Da nicht viel mehr. Ich meine, wir sind irgendwie nur sein Bruder. In der Vergangenheit ist dabei etwas extrem Schlimmes passiert. Wir wissen zwar noch nicht was, aber es muss echt extrem krass gewesen sein. Wie geht es dir, meine kleine Prinzessin? Mir geht es sehr gut. Wo sind denn Oma, Opa und die anderen? Willkommen, Payne, in diesem wunderschönen Schloss. Irgendwie passen die beiden Namen überhaupt nicht zusammen. Nein. Payne und Lizard. Ja. Oder? Also. Ja, will er eigentlich nur seinen Namen auch geändert, weil er mit seiner Familie gebrochen hatte. Findest du es hier nicht auch sehr gemütlich? Und vor allem müsste Payne doch auch ein Barthyard sein, oder? Ja. Naja, viel habe ich bisher ja noch nicht von dieser Burg gesehen. Du kannst dir kaum vorstellen, wie ich an diese Burg kam. Stimmt es? Ja, ich habe dich eigentlich noch als Penner unter einer Brücke in Erinnerung. Vater, Mutter und unser Onkel sind auch hier. Doch sind wir bereits fertig mit dem Abendessen. Warum hat uns das Liz nicht erzählt? Also hat Liz nicht zu uns gemeint, dass sie irgendwie extra auf uns gewartet haben, ja, wegen Abendessen und sowas, ne? Leider kommst du 5 Minuten zu spät, mein kleiner Bruder. Und ja, wir haben in 5 Minuten alles aufgegessen. Dessen sind die Teller noch voll. Ich verstehe das auch nicht. Vor allem 5 Minuten zu spät, da müssen die Leute doch gerade alle am Futtern sein. Ja, und warum sind die Teller noch voll von den beiden Dudes, die da sitzen? Weil die ja ganz oft, also ich meine, der Lizard und der Auftragsmörder, die sind ja nur zum Schein da. Mhm. Und zu meiner Rechten sitzt übrigens, das ist ein cooler Rechtschreibfehler, Sir Edward Parkson natürlich. Diesem Herrn habe ich es zu verdanken, Burg Falkenstein mein Eigentum nennen zu können. Mr. Payne Barthyard, es freut mich außerordentlich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Welch große Enthüllung, wir haben denselben Nachnamen wie unser Bruder. Liz, bitte bringe deinen Onkel auf sein Zimmer. Ich habe heute Abend noch etwas zu erledigen.
Wir reden morgen weiter. Da ist immer nichts mehr. Ist es nicht gerade irgendwie erst 5:05 oder so? Also ernsthaft, wir haben vor 5 Minuten angefangen, Abendbrot zu essen. Ja. Und jetzt muss Liz aufs Bett mit ihren 13 Jahren? Oder nein, halt, Payne muss aufs Bett? Oder wer muss jetzt eigentlich ins Bett? Liz muss Payne ins Bett. Payne soll in sein Zimmer gebracht werden. Okay, ist mir egal, wer wohin gebracht wird. Ich würde gerne mit dir über vergangene Zeiten reden, Payne. Nein, Liz muss auf ihr Zimmer. Ach so. Entschuldige meine schlechte Gastfreundschaft. Es macht mir nichts aus. Entschuldige meine Verspätung. 5 Minuten. Du Korinthenkacker. Du schuldest mir noch ein Bier, großer Bruder. Du erinnerst dich also noch. Es war lange her. Komm, Onkel Payne, ich zeig dir dein Zimmer. Es ist doch Payne, der auf sein Zimmer muss. Okay, gut. Das heißt also, in diesem Zimmer trifft er sich mit Lizard persönlich, weil sie etwas unter 4 Augen zu besprechen haben. Weil sie nicht hier in diesem Saal mit Mr. Barfiat besprechen können, weil... Und dem Koch. Ja, der Koch. Super relevant, der Koch. Was hat der überhaupt hier zu suchen? Warum ist der Koch hier? Weil er sehr reich ist und deswegen ist der Koch auch immer anwesend beim Essen. Wäre es nicht irgendwie sinnvoll, da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Putzfrauen oder sowas drum stehen zu haben? Ja, genau. Eine Dienstmagd, ja. Also nur wenn dieses Spiel im Mittelalter spielt, was es aber definitiv nicht tut, auch wenn unser Protagonist höchstwahrscheinlich ein Schwert verwenden wird. Dann gern ein Butler. Also, das hier ist dein Zimmer. Hier siehst du, hältst das Zimmer am Speicherkristall. Auf jeden Fall. Wie lange hast du vor zu bleiben? Morgen Abend muss ich mich spätestens wieder auf den Heimweg machen. Ach, sie haben richtig gelohnt, verstehe. Ich werde zusehen, dass ich mich mit deinem Vater unterhalte und dass ich euch dann wieder häufiger besuchen kann. Denn du weißt ja, aktuell haben wir noch Streit und der muss erst... Also ich meine ganz ehrlich, wenn sie sich jetzt gerade treffen, warum sollten sie sich nicht auch zukünftig wieder treffen können, oder? Interessant ist ja, dass wir am Anfang im Startscreen gesehen haben, dass wir ein Schwert ausgerüstet haben. Denn neben den Mana-Punkten und den HP war ein Schwertsymbol. Ja. Die Frage ist, ob wir hier gerade schon ein Schwert haben oder ob nicht da unser Schwert erst rumliegt. Ja, denn auch jetzt schon wieder, also irgendwie, das Komische ist, als wir noch vor dem Schloss standen, hatten wir noch diese Lebenspunkteanzeige. Ja, die hat er vergessen, da wegzumachen. Ja, irgendwie, genau, das Gefühl habe ich nämlich auch. Liz muss erstmal das Spiel speichern. Das hier ist ein Stein der Erinnerung. Also uns ernsthaft ein Speichersystem erklärt. Ja, in-game meine ich. Wenn du ihn berührst, speichert er deine Erlebnisse. Ja, breaking the first wall. Brauchst du mal eine Pause, dann berühre einfach den Stein. Ja, das ist ein Opiat sozusagen. Gleichzeitig heilt er Wunden. Okay. Das finde ich gut. Denn ich hasse es, wenn ein Spiel einfach nur Speicherkristalle hat, aber Speicherkristalle mit Heilfunktion mag ich das. Ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite muss ich mich fragen, was für eine fortschrittlich krasse Welt wir leben, wenn da einfach so irgendwelche Erinnerungssteine rumstehen, die auch noch heilen. Deswegen erklärt man so etwas nicht in Character. Also, dann gute Nacht, Onkel Payne. Ich wecke dich morgen früh, damit du gleich beim Frühstück mit Vater reden kannst. Es ist jetzt 18:05, du musst ins Bett. Es bringt alles überhaupt nichts. Warum sind es? Ich meine, guck mal, wir haben uns sogar noch irgendwie extra bemüht und beeilt, dass wir irgendwie noch mehr oder weniger rechtzeitig zum Abendessen kommen. Wir waren 5 Minuten zu spät, das Abendessen ist vorbei, wir werden ins Bett geschickt. Die ganze Nacht, der ganze Abend war doch jetzt total sinnlos. Da hätten wir doch einfach auch am nächsten Morgen anreisen können. Ja. Ja, ja. Ja, toll. Toll, schön, dass mal jemand die Logik überprüft hat. Okay, alles klar, Liz. Träum schön. Von mir. Mhm. Ich werde jetzt erstmal meine Erlebnisse speichern. Oder wirr im Raum rumlaufen. Ich mach gerade nichts. Das macht das Spiel alles von selbst. Ein Bild von Lizard und mir. Seltsam, ich habe mich nie für ein Gemälde porträtieren lassen. Vor allem nicht irgendwie in den letzten Jahren. Wir hatten doch so lange keinen Kontakt mehr zueinander. Wieso nur meldet er sich nach so vielen Jahren wieder bei mir? Was bewegt ihn plötzlich dazu? Ich dachte, wir hätten uns eigentlich auf alle Ewigkeit dazu geeinigt, nichts mehr miteinander zu tun haben zu wollen. Er war immer der Untalentierte von uns beiden. Und auf einmal wohnt er in einer Burg. Wie kam es eigentlich damals zu dem Streit? Ich glaube, ich brauche mehr Exposition, denn ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich brauche erstmal einen Plotraum. Ein Flashback. Whee! Warum hat das Bett gerade so komisch aufgeleuchtet? Ich erinnere mich, als wenn sowas passiert. Was um alles in der Welt war das? Offbeat-Musik. Hey, ich bin froh, es hergeschafft zu haben. Was um alles in der Welt ist denn passiert? Ich
habe große Angst. Ich kann gar nicht klar denken. Überall sind komische Monster. Du meinst deine Großeltern? Verdammt, wir müssen hier raus, Liz. Später kümmere ich mich darum, was hier los ist. Erstmal raus hier. Dürfen wir auch mal das Spiel speichern? Liz, was machst du da? Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Doch, du brauchst eine Waffe, um die ganzen Monster schnetzeln zu können. Du kannst doch bestimmt mit dem Schwert umgehen, oder? Steel Sword! Power 1! Hits 2! X-Effect Slash! Was? Also erstmal, warum heißt das Steel Sword und nicht Stahlschwert? Ja. Und weil Englisch klar ist. Also wird jetzt einfach von uns erwartet, von unserem coolen Protagonisten namens Payne, dass er einfach so ein Schwert schwingen kann? Ja. Das ist das Natürlichste auf der Welt, dass man ein Schwert schwingt und irgendwelche Monster wegklatscht. Ne? Das hat Payne schon die ganze Zeit über in seinem Leben gemacht, ne? Wir nehmen das Steelsword. Aber das hatten wir schon draußen gehabt. Da wurden schon angezeigt, dass wir ein Schwert ausgerüstet haben. Wie gesagt, er hat vergessen, was zu entfernen. Etwas verstaubt, es liegt schon längere Zeit hier, einfach so auf dem Tisch. Geil, oder? Ich meine, hey, das ist nur eine scharfe Waffe oder so, ne? Ja, seltsamerweise hatte Liz nie Interesse an diesem Schwert, obwohl es schon die ganze Zeit über ihr rumlag, ne? Vor allen Dingen, warum konnte das Schwert nicht einfach an der Wand hängen, so eine Halterung, und da hat man es rausgenommen, weil da kann man ein Schwert aufbewahren. Ja, oder warum wird das Schwert überhaupt in diesem Raum hier platziert, zufälligerweise in dem ersten Raum, in dem Payne sich irgendwie aufhält? Das ist zur Not noch so, weil es ein Dekorationsstück ist. Weißt du, das ist nämlich kein Stahlschwert, sondern von mir ist ein Dekoschwert. Jetzt mal ganz ehrlich, ich will jetzt mal wirklich versuchen, hier irgendwie konstruktiv zu sein. Es wäre doch wirklich viel cooler gewesen, wir werden hier irgendwie von Monstern im Schlaf überfallen. Wir werden auch nicht von Liz geweckt oder so, sondern wir werden einfach von Monstern im Schlaf überfallen. Wir müssen erstmal irgendwie aus diesem Raum hier raus, wir müssen erstmal den Raum verlassen. Und wenn wir den Raum verlassen haben, werden wir feststellen, oh, draußen sind noch extrem viele Monster. Vielleicht sollten wir irgendwie gucken, dass wir eine Waffe finden, mit der wir uns verteidigen können. Wäre ja sinnvolles Gameplay und organisches Handeln und Co. Aber wir haben doch die Möglichkeit, die Exposition zu bekommen. Das stimmt, wir haben die Möglichkeit, ein Schwert von einer 13-Jährigen überreicht zu bekommen. Ja. Denn Payne selbst wäre ja nie auf die Idee gekommen. Ja. Lass mich dir erst noch etwas zu den Werten deiner Waffe sagen. Was? Seit wann haben Werte Waffen? Was? Seit wann haben Waffen Werte? Meine ich natürlich. Ich glaube, ich muss ein bisschen meinen Luft von Anfang noch zurücknehmen, so langsam. Sonst schaffen wir es nicht bis zum Burgausgang. Lass mich das Level zu Ende. Also dann mal schnell. Was bringt ihm zu verstehen, wie diese Waffe funktioniert? Ich meine, am Ende, Nein, wenn du ein Schwert, wenn du wo zum Beispiel eine Pistole findest, musst du erst wissen, was die Pistole genau für Werte hat, bevor du mit ihr schießen kannst. Ich wollte jetzt gerade sagen, du schwingst nämlich einfach dein Schwert und hoffst irgendwie aufs Beste, so ungefähr, weil ich meine, als ob du jetzt großartig beeinflussen könntest, irgendwie wie viel Power das hat. Ja, vor allem, wenn du nicht ausgebildet bist. Ja, eben, genau. Ganz offen, ob du gerade ein Samurai-Schwert hast, ein Ritterschwert hast oder ein Ninja-Schwert, wird als Laie, oder ein Säbel, irgendwas mit allen schlecht umgehen. Aber, dazu muss ich sagen, wir wissen ja nichts über Paynes mysteriöse Vergangenheit. Vielleicht ist er ja ein ausgebildeter Schwertkämpfer. Ja. Pow! Steht für Power! Go, go, Power Ranger! Das ist die Angriffskraft deiner Waffe und der Schaden, den du einem Monster zufügst. Das ist, wie gesagt, alles hier ein Videospiel. Es ist ein Videospiel, das zu unnötigen Anglizismen neigt, denn man hätte ja auch einfach, keine Ahnung, zum Beispiel, oder Angriff oder was auch immer. Ja. Hit! Zeigt dir an, wie groß Reichweite, zeigt dir an, wie groß Reichweite einer Waffe ist. Ein typischer The Legend of Scheiß Montas Satz. Ja, ansonsten steht doch ein ganz cooler Charakter aus Dragon Ball Super, aber das gab's ja noch nicht. mit dieser Waffe triffst du Monster aus 2 Felder Entfernung. Feld ist eine Maßeinheit, was du wissen willst. Feld ist echt eine coole Maßeinheit. Ist ein Feld ein Hektar? Ja. Also meine Wohnung zum Beispiel ist vielleicht 30 Felder groß oder so. X-Effekte? Nee, X/Effe zeigt dir den Waffentyp deiner Waffe. Es gibt 3 Waffentypen. Slash, Bash und Jab. Okay, das ist alles sehr nichtssagend. Das ist unbedingt jetzt in so einem
Tutorial hier gerade beigebracht werden. Weißt du? Was dagegen ist, ist es eigentlich nicht auf Chaos Kampf-Tutorial sinnvoll. Steve, weißt du, meine Vermutung ist ja ohnehin, und das war wieder dieses ganz typische für so eine RPG-Maker-Demo sein. Hier werden zu Beginn in dem Kampftutorial wieder irgendwelche Sachen erwähnt, die in der Demo gar nicht existieren werden. Ja, genau. Wetten wir gegen die andere Waffe oder so? Das denke ich hier nämlich gerade auch. Wetten wir werden einfach die ganze Demo über dieses Steel-Sword hier haben. Ich meine, Leute, ich habe zwar diese Demo hier gespielt, als ich 15 war, aber ganz ehrlich, das ist mittlerweile fast 17 Jahre her und deswegen kann ich mich effektiv nicht wirklich an die Sachen erinnern, die hier damals passiert sind. Aber Achtung! Nicht jeder Gegner ist gegen jeden Waffentyp anfällig, denn du musst wissen, Woher weiß sie das alles? Warum ist Liz so eine extrem gut ausgebildete Kämpferin? Oh, ich habe ganz, ganz viel mit Monstern zu tun. Ich bin Dual-Monster-Trainer. Liz ist gerade 13 Jahre und was machen 13-Jährige gerne? Natürlich, sie spielen gerne PlayStation. Wähle deine Waffe immer gut, wenn du mehrere mit dir rumwirst, ne? Und nun lass uns los. Nun lass uns zusehen, dass wir hier rauskommen. Ist halt ein altes RPG-Maker-Spiel, da hat damals noch keiner irgendwie die Rechtschreibung überprüft. Okay, ist auf jeden Fall sehr interessant, dass unsere Waffe ausgelöst wird, wenn ich an dem Punkt hier speichern will. Und das ist schön, wie der Charakter irgendwie wild um uns herumläuft. Ja, das ist cool, oder? Das ist mal wieder das typische Hinterherlauf-Skript, das einfach kein Hinterherlaufen ist, sondern ein Herumwuseln. Möchtest du deine Erinnerung festhalten oder das Spiel verlassen? Ja, Spielstand speichern. Nein, brauch nur Heilung. Spiel beenden. Schön, das Speichern und Heilung... Heilung Game Over und das Spiel beenden, hä? Ja, warte, wir werden uns gleich noch den Game Over Screen angucken, weil der Entwickler hat ja scheinbar keine andere Möglichkeit dazu. Beziehungsweise, warte mal, jetzt ist die Frage, das will ich noch herausfinden. Müssen wir einfach nur davor... Ach ja, genau, wir müssen einfach nur davor gehen. Wir müssen gar nicht mit dem Stein interagieren. Das passiert automatisch. Und wenn ich jetzt das Spiel beenden mache... Dann bekommen wir wirklich den Game-Over-Screen, weil der Entwickler scheinbar nicht wusste, wie man zurück zum Titelbildschirm geht. Ernsthaft? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist doch eine der Grundfunktionen, zurück zum Titelbildschirm. Das kannst du doch einfach auswählen. Und ich muss sagen, dieser Game-Over-Screen ist nicht sagender als jeder letzte Schlacht der Elfen Game-Over-Screen. Leute, ich möchte nur mal dazu anmerken, für das, was wir jetzt gerade 27 Minuten ungefähr gebraucht haben, das werde ich damals mit 15 wahrscheinlich innerhalb von 5 Minuten hinter mich gebracht haben. Ja, aber es ist immer was anderes, ein Spiel privat zu spielen, als ein Let's Play muss man... Genau, denn bei einem Let's Play muss ja wirklich alles bis ins kleinste Detail auseinandergenommen und kommentiert werden. Und ich denke, in der ersten Folge von Castle of Spirits sind wir damit auf jeden Fall gut hinterhergekommen. Wir freuen uns wie immer über ganz viele nette Kommentare und ganz viele Daumen nach oben. Aber eine Frage muss man noch stellen. Spielen wir gerade ein Trash-Game oder kein Trash-Game? Das dürft ihr in den Kommentaren beantworten. Genau, diese Frage dürft ihr in den Kommentaren beantworten. Steve und ich, wir nehmen jetzt direkt das zweite Video auf, weil es so wunderschön ist. Und auf eure Kommentare werden wir dann spätestens in der dritten Folge eingehen können. Hoffe ich, denke ich. Muss mal gucken, wie ich es dann hochlade. Leute, bis zum nächsten Mal hier bei Castle of Spirits. Tschüss.